Der Daddy's Day in Zell am See ist eines der größten Kinderfeste Österreichs und gleichzeitig ein Charity-Event. Seit 2018 erlebten dabei mehr als 8.500 Besucherinnen und Besucher schöne Vatertagsmomente. Das Gelände der Zeller Eishalle war auch heuer sehr gut besucht. Am Vatertagswochenende heißt es in Zell am See seit 2018, it's time for Daddy's Day, eines der größten Charity-Kinderfeste Österreichs. In und vor der Zeller Eishalle warten dabei jede Menge Stationen, rund um Spiel, Spaß und Bewegung, die nur darauf warten, entdeckt und ausprobiert zu werden. Veranstaltet wird der Daddy's Day vom Verein Pinz Events, der ungefähr ein Dreivierteljahr mit den Vorbereitungen beschäftigt ist. Unterstützung bekommen die Vereinsfunktionäre dabei von mehr als 50 freiwilligen Helfern und über 60 Unternehmen. Auch heuer wurde wieder gemeinsam angepackt und das hat sich ausgezahlt. Ja, sehr, sehr cool. Wetter passt, die Stimmung passt, die Leute sind da, die Werbung hat funktioniert. Wobei, ich glaube, der Daddy's Day hat mittlerweile so einen coolen Namen, dass auch jeder gern da herkommt, weil er weiß, einerseits ist es für die gute Sache und Spiel, Spaß, Bewegung steht im Vordergrund. Und so wie man im Hintergrund auch sieht, es ist, glaube ich, wirklich für jeden was mit dabei. Elektronische Geräte sucht man am Daddy's Day vergeblich. Hier geht es ums Anfassen, ums Ausprobieren und um die Bewegung. Ein Ansatz, der, egal wen man fragt, hörbar gut ankommt. Für mich ist der helle Wahnsinn, da man gar nicht glauben, trotzdem, dass er so ein lässiges irgendwie ein Modelwerk ist. Sie gehen lieber daher in die Eishalle zu Daddy's Day. Einfach lässig. Lässiger Event. Vor allem mit den Kindern und so macht es natürlich einen riesengroßen Spaß und so. Gell? Viel abwechslungsreich für jeden was dabei. Also kann ich nur empfehlen, wirklich total lässig. Ja. Voll cool. Also es ist richtig cool und ich habe mich richtig schon voll gefreut und es ist alles so cool, die Hupfung alles. Was will man als Veranstalter mehr als derart glückliche Besucher? Eines gibt es natürlich, und zwar eine möglichst hohe Spendensumme. Damit kann der Verein Pinz Events dann wieder Projekten und Familien aus der Region unter die Arme greifen, die kurzfristig Unterstützung brauchen. Alleine bei den ersten drei Daddy's Days kamen schon gut 50.000 Euro an Hilfsgeldern zusammen, was den ganzen Aufwand mehr als rechtfertigt. Ja, richtig. Ich war gerade letztes Jahr bei einer Familie, wo man wirklich gesehen hat, da geht es wirklich um jeden Euro, jedes Monat. Und wenn wir der Familie dann eine Kleinigkeit vorbeibringen darf und dann die Freude und auch die Erleichterung bei diesen Menschen sieht, dann weiß man, es steckt viel Arbeit bei so einer Organisation, aber man weiß dann im Endeffekt, wofür das Ganze ist. Es ist für die gute Sache und das ist das eigentlich, warum es wir dann machen. Es ist ein fantastisches Gefühl, dass man da in unserer Region ein bisschen mithelfen kann.